Wir werden ein bisschen sportlich. Er spielt nämlich in der ersten Bundesliga und in der deutschen Nationalmannschaft. Er ist ein Star, aber man kennt nicht sein Gesicht, denn er ist Großmeister im Schach. Guten Abend, Jan Gustafsson. Hallo. Sie sind ein Star in Ihrem Fach. Sie müssen auch ab und zu Autogramme geben. Wer fragt Sie nach Autogrammen? Ehrlich gesagt, ganz seltener. Wir hatten dieses Jahr die Schacholympiade, nennt sich das, weil Schach nicht olympisch ist, haben wir unsere eigene Olympiade. Mit vielen Leuten in Deutschland, in Dresden. Und da war es so, dass wir jeden Tag so 3.000, 4.000 Zuschauer hatten und ich mich wirklich durchkämpfen musste und so Schulkindereien Autogramme schreiben. Also war ungewohnt spannend, manchmal ein bisschen nervig, wenn man irgendwie rechtzeitig spielen will und so, aber war eine neue Erfahrung. Also, aber tendenziell schön. Eher die älteren Herren und weniger die jungen Damen, die man gerne als Autogrammjägerin hätte. Das ne? ist ein bisschen das Problem, dass uns die Groupies fehlen im Schach, aber wir arbeiten dran. Dafür aber bin ich es auch ist hier. Ein sexy Sport. Ist es denn absolut, Sport? Absolut. Also, die Diskussion wird gerade geführt. Also einige sagen, es ist ein Wissenschaft, Sport. Ich habe mich nie groß mit der Frage beschäftigt. Ich spiele es halt die ganze Zeit. Für mich ist halt Schach. Ich denke, es ist eher ein Sport. Es hat einen Wettkampfcharakter. Wir sind organisiert, wie Fußball auch, mit Ligen und so weiter. Man sitzt halt dem Gegner gegenüber und ist auch schon anstrengend. Also weil so 6 Stunden sich zu konzentrieren und die ganze Zeit so am Grübeln. Also es ist schon, geht auch an die Substanz ein bisschen. Man kann natürlich darüber streiten, wie groß das Bewegungselement jetzt ist. Ja gut, aber Sie haben gesagt, Sie nehmen bis zu 2 Kilo ab bei so einem Event. Ja, wenn ich nicht frühstücke, dann noch mehr. Dann noch mehr? Das wäre ja vielleicht, dann fange ich doch an. Wie kommt man zum Schach? Also da wird man ja... Erstmal mit Mensch ärgern. Jetzt von den Hut, weißt du, 500 Gramm und dann arbeitet man sich so hoch. Ja. Da wird man ja von der Familie, schätze ich mal, rangeführt, weil das ist ja nichts, was man jetzt auf dem Schulhof nebenbei spielt, oder? Ja, aber ich glaube, man muss auch schon ein komisches Kind sein, sich überhaupt dafür zu interessieren. Aber bei mir war die klassische Geschichte. Mein Vater konnte die Regeln, hat mir das beigebracht und mich hat es interessiert. Ich wollte natürlich meinen Vater immer besiegen am Anfang. Das habe ich dann hingekriegt nach ein paar Monaten, dann wollte er nicht mehr. Und ich hatte dann früher so einen Schachcomputer. Wir haben da auf dem Segelschiff, waren wir noch unterwegs früher. Ich bin auf dem Mittelmeer rumgesegelt und hatte nicht so viel Beschäftigung. Deshalb hatte ich so einen Schachcomputer, gegen den ich dann viel gespielt habe. Und dann, als wir wieder nach Hamburg gekommen sind, war ich 11, bin dann in den Verein gegangen, weil ich immer noch an wem mich das interessiert hat. Und dann kamen die Erfolge und dann bleibt man dabei. Also ich habe nie eine Schachlaufbahn geplant, aber wenn es halt Spaß macht und vorangeht immer, dann ja. Aber mit 10 anzufangen ist relativ spät, auch für Schach wahrscheinlich, ne? Ja, also für die Elite ist es relativ spät. So die meisten Jungs, die ganz oben sind oder mit denen ich so zu tun habe, haben echt mit 3, 4, 5 schon angefangen, weil in dem Alter lernt man eben schneller. Also, ja, aber will man das? Das ist die Frage. Also, ich möchte es auch keinem raten, mit 3 Jahren anzufangen und sich nur mit Schach zu beschäftigen, aber dann wird man besser. Also was ist das Faszinierende, also als Kind, was hat Ihnen als Kind am Schachspielen gefallen? Außer, dass Sie allein auf dem Segelboot mit Ihrer Familie auf dem Mittelmeer trieben und Volleyball so schwer zu machen war? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also später, als ich dann im Schachclub war, als ich dabei geblieben war, war es ganz klar der Wettkampfgedanke, dass ich halt gerne Erfolg hatte einfach. Ich habe gerne gewonnen gegen die anderen und war auch bereit, dafür zu arbeiten und das Spiel dann weiter zu studieren, um eben auch weiterzukommen und zu gewinnen. Aber für mich war der Antrieb immer einfach, ja, der sportliche Ehrgeiz, gar nicht so. Dass ich jetzt sage, die Schönheit des Spiels, die unendliche Tiefe und die Möglichkeiten, war mir eigentlich mal wurscht. Also ich wollte nur mal besser werden. Immer nur besser werden. Jetzt kommt es aber ja auch Ihrem Lebens... Rhythmus relativ entgegen, sage ich mal. Sie sind ja jetzt Schachspieler und können sich sozusagen ihr Leben relativ gut selber einteilen. Mhm. Das bedeutet, man kann auch Sachen auf den späten Nachmittag verschieben und muss nicht haben schon morgens um 8:30 später ran. Nachmittag. So wie jetzt ungefähr. Ist das jetzt Ihre Zeit, wo Sie zu Hochform auflaufen? Ja, also es ist nichts, worauf ich besonders stolz bin. Aber meine Theorie ist eigentlich, wenn man keinen Grund hat, besonders früh aufzustehen und keinen Grund, besonders früh ins Bett zu gehen, dass man dann seinen Tag automatisch immer ein Stück weiter nach hinten verschiebt. Und manchmal, wenn ich dann ein paar Wochen zu Hause bin und so für mich selber vor mich hinarbeite, aber keine festen Termine habe, dann wird es schon ja, in den späten Nachmittag ein bisschen rein verschoben, der Tagesablauf. Und das ist gut so. Perfekt. Perfekt. Ich weiß es nicht, aber... Was? Ich glaube, meine Tochter spielt Schach. Ja, genau. Du hast dich immer gefragt, was macht die so lange und warum ist sie... Ja? Die sitzt da und spielt Schach. Alles klar. So. Das ist oft so einfach. Also, wenn wir sagen, es ist vielleicht ein Sport oder ein Denksport, kann man denn dann auch dopen? Im Moment haben wir gerade, weil wir uns ein bisschen anbiedern wollen beim Olympischen Komitee, dem IOC, weil die Funktionäre immer noch große Hoffnung haben, dass Schach mal olympisch wird, woran ich absolut nicht glaube. Aber das haben sie jetzt Dopingtests eingeführt. Wir haben jetzt ständig bei Turnieren Dopingkontrollen. Und kein Mensch weiß leider, was man nehmen sollte im Schach, um jetzt schlauer zu werden oder besser. Aber wir kontrollieren fleißig. Aber was müsste man denn sozusagen also fördern? Im Kopf Traubenzucker essen, um...
Dann bist du da. Kokain. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Man weiß ja nicht, ob man jetzt eine Stunde spielt oder sieben Stunden. Und ich weiß nicht, wie ob weit du so auf den Punkt dosieren kannst. Da muss man halt ein bisschen rumprobieren. Also ich habe mich ehrlich gesagt nicht beschäftigt mit dem Thema, weil ich habe nie mir Sorgen gemacht, dass irgendjemand dopt oder wie ich dopen könnte. Aber es ist natürlich so, dass es bestimmt irgendwas gibt hier. Die Studenten nehmen jetzt, glaube ich, alle, wer ist das, Ritalin oder so, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Vielleicht hilft das auch im Schach. Aber wir hatten das Thema eigentlich nie. Studenten nehmen Ritalin? Ich sage gleich, um ganz ruhig zu werden. Ja, die sind so aufgeregt. Wenn man die entsprechend erkrankt hat, wird man ruhig. Ansonsten ist es anregend. Das ist sozusagen ein Diagnostikum. Das heißt, wenn ich Ritalin nehme und werde überdreht, dann habe ich kein ADHS. Aber wenn ich dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivitätssyndrom. Ne? Ich habe gelesen, das hilft Ritalin, um sich zu konzentrieren. Ja, das sind alles Leute, die haben keine ADHS. Aber dann pusht es auf. Ich also ein guter Tipp. Ne? Wir versuchen das einfach mal. Ich habe gehört, dass einer, der vielleicht Ritalin oder irgendwas anderes genommen hat, jetzt bei einem Schachturnier vor den Dopingkontrolleuren geflüchtet ist. Ist das richtig? Ja, wir haben gerade so einen Skandal, dass so ein Ukrainer, Ivanchuk, großes Genie, aber so ein bisschen dem Klischee des Schachspielers entsprechend, also ein bisschen weltfremd und lebt so in dieser Welt. Und er hat die letzte Runde bei der Olympiade, das entscheidende Match für die, verloren gegen die USA und war völlig unansprechbar, also fertig mit sich an der Welt. Und dann kam halt so ein Dopingkontrolleur, den er nie gesehen hat, und hat ihm gesagt, er soll jetzt bitte mal mitkommen zur Dopingprobe, Urin abgeben. Und das hat er irgendwie nicht verstanden, was er von ihm wollte, und ist dann abgehauen. Und deshalb haben wir unseren ersten Schach-Doping-Skandal. Aber tut das dem Sport vielleicht ganz gut, also und bringt einen das ein bisschen in die Schlagzeilen? Man hat wahrscheinlich Schwierigkeiten, jetzt so richtig auf Bildseite 1 zu kommen als Schachspieler. Oh, da muss ich nur die richtige Sache ausdenken. Achso, man muss ja nicht mit Sarah Connor. Ja, eben. Zum Beispiel. Also was kann man denn jetzt zum Beispiel machen, um ein Schachspiel zu gewinnen, wenn man nicht zu Ritalin greifen möchte und es läuft nicht so gut im Kopf? Gibt es Möglichkeiten der psychologischen Kriegsführung?